Die Teile können wir auswerten mit den Reports, die automatisch mit installiert wurden. Dazu einfach den Befehl Reports auswählen. In der Datei in Allplan 24 nach unten scrollen. Ansonsten habt ihr hier links irgendwo zwei Buttons. Einer führt auf Büro und da klickt ihr dann drauf, so wie hier. In den Ordner Supports werden zwei Excel-Listen mitgebracht. Excel-Listen, sage ich schon, Reports mitgebracht. Die eine ist eine PKFIT Excel, die bringt uns hier gar nichts. Aber die neue Mengenliste 2412, dort sind die Elastomerlager und auch die Schalungselemente jetzt mit involviert. Mit einem Doppelklick können wir hier alles bestätigen und wir klicken hier auf Alles auswerten. Dann erhalten wir im Plantext die Position und wenn ein Fundament mit dabei ist oder eine Zugehörigkeit des Bauteils, dann wird das auch aufgelistet. Ich habe während dem Videoschnitt ein Bauteil entfernt, nur damit man sieht, dass das dann einfach nicht rauskommt. Der Slash wird entfernt und das Bauteil wird nicht aufgeführt, falls es keins gibt. Ja, ansonsten werden die Meter ausgegeben oder die Stückzahlen und wenn wir noch die Darstellung hinzufügen, dann haben wir hier Folgendes. Das sind vorgefertigte Bilder, die geben dann an, zum Beispiel die H1 ist hier, H1 50, H2 ist hier 50 und die B1 ist auch 50 cm. Dazu wird noch die Dämmstärke ausgegeben, Dämmstärke 10 an H1 und H2 geknüpft, das heißt hier und hier. Zusätzlich wird noch ein 3D-Bildchen angefügt, wie es in Allplan verlegt wurde. Und umso länger, desto kleiner wird es natürlich hier. Aber hier sieht man zum Beispiel hier sehr schön diese Bauteile. Und genau, wenn keine Dämmung dabei ist oder nur eine I-Form. Und das können wir natürlich ausgeben, wie wir wollen, zum Beispiel in Allplan oder in der PDF. Ich gebe das Ganze mal in Allplan aus und kann das jetzt zum Beispiel hier absetzen. Die Dateigröße oder das Blatt, die Blattgröße ist auf A4 gewählt und jetzt in diesem Fall habe ich überall eine Kopfzeile dabei und eine Fußzeile. Möchte man das nicht, dann führt man das wie folgt aus, nochmal in den Report rein, nochmal alles auswählen und man deaktiviert den A4 Export und gegebenenfalls das Logo. Vielleicht möchte man auch den Header in Schwarz-Weiß haben, dann kann man hier einfach per Klick das Ganze in Schwarz-Weiß ausgeben und dann in Allplan absetzen. Also jetzt habe ich die natürlich blöd nochmal die Darstellung nochmal, also nochmal Schwarz-Weiß. Und wenn einem diese Einstellung passt und man sagt, das ist die einzige Einstellung, die ich eh benutze, kann man das Ganze auch wieder als Report abspeichern, einfach auf den Layout Designer hier irgendwas anklicken, damit eine Veränderung wahrgenommen wird und dann vielleicht unter Speichern unter. Dann kann man hier seine eigene Version abspeichern. Zum Beispiel jetzt hier Subgrade und schon hat man die Voreinstellung. Jetzt in Allplan ausgeben und dann hat man hier seine eigene Version abgespeichert. Diese rosa Rahmen sind bei den meisten wahrscheinlich gelb, denn konstruktive Linien werden nicht mit ausgedruckt. Bei mir sind die einfach in rosa angezeigt. Die kann ich zum Beispiel einfach entfernen mit dem Löschbefehl. Und ich kann natürlich mit Verschieben die einzelnen Teile zum Beispiel zu einer langen Liste zusammenfügen. Fertig ist die Auswertung. Und ihr habt bereits gesehen, es gibt auch noch eine Excel-Auswertung. Die ist aber zum Bearbeiten der einzelnen Bauteile. Und das zeige ich im nächsten Video.